Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video am Freitag. Heute gibt es zur Primetime kein Lost Place Abenteuer, keine Bastelstunde, sondern ein Ding, was euch auf jeden Fall in den Kommentaren scheinbar immer noch sehr interessiert. Die Thematik mit dem Bauamt. Ihr seht am Titel Survival Martin, Marvin. Wir haben, glaube ich, da so ein bisschen die ähnlichen Erfahrungen gesammelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein YouTube-Gucker, weil ich es persönlich nicht schaffe. Ich habe super viel zu tun und bin dann heute Morgen doch auf ein Video gestoßen von dem Martin, der im Wald sich so ein paar Hütten aus Holz gebaut hat und einen fetten Bunker. Und das Bauamt jetzt gesagt hat, hey, das Ding muss abgerissen werden. Und da habe ich mir gedacht, yo, das ist wieder so ein Ding, um euch jetzt auch nochmal auf den Laufenden zu halten. Wie sieht es denn jetzt gerade bei mir, beziehungsweise wie ist der aktuelle Stand? Für die Leute, die den Martin nicht kennen, ich kenne ihn persönlich auch nicht, ist aber tatsächlich jemand, der mega freaky ist und ein Durchhaltevermögen bis zum bitteren Ende hat. Und der hat sich halt in einem Wald ein Palast, eine Base gebaut mit Bunker, wo jetzt das Bauamt kam und gesagt hat, ey, du hattest keine Baugenehmigung, das Ding muss weg. Existenz steht auf dem Spiel, beziehungsweise ja, wir machen als YouTuber weiter, wir haben eine große Reichweite, wir können andere Projekte machen, aber da steckt Herzblut drin. So, und wenn ich mir das angucke, da ziehe ich meinen Hut vor, gerade auch Fritz und Martin, die setzen sich dahin und kloppen aus komischen, verwachsenen Baumstämmen da richtig geile Projekte aus dem Nichts. Und dann kommt jemand um die Ecke vom Start, der an seinem Schreibtisch sitzt und der sagt, das ist scheiße, das machst du weg. Ähnlich ist die Story bei mir abgelaufen. Ich wollte das Ding jetzt nur mal kurz anschneiden. Also ich habe mal ein Video veröffentlicht zum Thema, was hier auf dem Gelände los ist. Ich denke, das haben viele Leute gesehen. 275.000, 300.000 Aufrufe, über 1.500 Kommentare, ohne Ende Likes. Sehr viele spannende Kommentare auch dabei, die einige natürlich gesagt haben, ey, du hattest recht. Was da abgeht, ist nicht ganz so koscher. Aber auf der anderen Seite gibt es dann, genau wie bei Martin, Leute, die sagen, ey, da musst du vorher drüber nachdenken. Baurecht, Nutzungsgenehmigung, Pech gehabt. Ja, ich fasse das nochmal kurz zusammen und ich finde das ziemlich krass. Da möchte ich auch nochmal Danke sagen an euch als Community, dass ihr, wenn es so um solche Thematiken wie genau jetzt wieder geht, kommt ihr alle aus eure Löcher und helft fleißig mit eurem Fachwissen oder möglicherweise mit euren Erfahrungen, um da eine mögliche Lösung zu finden. Allerdings, ja, ich muss mal eben drauf gucken, wann das Video überhaupt war. Vor drei Monaten hochgeladen und was hat sich bisher verändert? Eigentlich nichts. Vor 3 Monaten stand ein Kommando von der Stadt Gladbeck hier, hat sich umgeschaut und hat den Kopf geschüttelt, hat gesagt, nein, geht nicht, funktioniert nicht, auf gar keinen Fall, auf Wiedersehen. Wir befinden uns auf einem großen alten Industrieareal, was lange Zeit einfach absolut lost war. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Wasser, wir hatten kein gar nichts. Wir hatten eingeschlagene Fensterscheiben, wir hatten zugewucherte Eingänge, wir hatten verschweißte Türen. Wir haben nach und nach angefangen, uns hier tatsächlich den Arsch aufzureißen und dieses Areal wieder zum Leben zu erwecken. Ich habe mich hier, auch wenn ich gar keine Zeit dafür hatte, auf eine Kehrmaschine mit meinem Hintern gesetzt und habe versucht, auch die Straßen hier sauber zu halten, dass die Leute sehen, okay, da tut sich gerade was. Wir haben hier dieses Ding wiederbelebt. Wir haben mitten in der Nacht im strömenden Regen Kabel wieder angeflanscht und hatten dann irgendwann das Erfolgserlebnis, wir haben Strom. Wir haben uns nach und nach hochgearbeitet, um wieder hier richtig Trouble zu gestalten. Und dieses Trouble hat dann dafür gesorgt, dass das Bauamt auf uns aufmerksam geworden ist, weil da ein brachliegendes Gelände plötzlich wieder Bewegung bekommt. Ich muss versuchen, meine Emotionen so ein bisschen zusammenzuhalten, weil es für mich sehr schwer ist, weil das, was ich hier gerade tue, ihr seht diese ganzen Autos hier stehen, ihr seht diese Halle, mache ich nicht aus Langeweile, sondern das mache ich für euch da draußen. Ihr schaut die Videos und ihr wollt ein bisschen was sehen. So, hätte ich jetzt meinen YouTube-Kanal nicht, würde ich sagen, ganz ehrlich, ich scheiß drauf. Ich bräuchte keine Halle, ich brauche kein Lager, ich brauche keine Werkstatt oder sonst irgendwas, weil dann würde ich mich einfach nach Feierabend mit meinem Arsch auf die Couch setzen und irgendwelche Games zocken und dabei Cola saufen. So, will ich aber nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ihr seid eine fette Community, ihr erwartet was, ihr wollt was sehen und ich feiere das, dass ihr das auch feiert. Zwar in der letzten Zeit relativ wenig, weil ihr kein Like da lasst und keinen Kommentar schreibt und die Klicks so ein bisschen schwanken, aber es geht bei mir ja tatsächlich gar nicht so um die Klicks. 1 Million Aufrufe zu generieren oder sonst was. Klar, es ist schön, wenn es viele Leute gucken, aber für mich gibt es einen ganz wichtigen Hintergrund. Und das habe ich den Leuten, ich hatte übrigens einen Termin beim Bauern, komme gleich zu, auch ganz klar gesagt, meine Message ist, für die Leute, die jetzt vielleicht schon was älter sind und dieses Video sehen, ihr werdet das verstehen. In den letzten 10 Jahren hat sich super viel getan und ich lese eure Kommentare und mir ist aufgefallen, dass es immer mal wieder oder vermehrt, je weiter wir in die Zukunft schauen, Leute gibt, die nicht mehr richtig lesen und schreiben können. Ich respektiere das. Ihr schreibt dann Kommentare, so wie ihr es sprechen würdet. Ich respektiere das. Aber ich merke daran, die Welt
beziehungsweise da draußen sinkt die Allgemeinbildung und man wird gefühlt immer dümmer. Und ich finde, dass mein Kanal, also zumindest war das so mein Hintergrund, und deswegen sage ich ganz klar, ich scheiße auf diese extrem hohen Klicks oder was auch immer, weil sonst würde ich Videos machen, fünf Dinge, die Mädchen an Jungs toll finden. Sondern bei mir geht es halt wirklich darum, wie schließe ich noch eine Glühbirne an? Wie funktioniert das mit der Elektrik? Ich bin zwar nicht immer auf dem richtigen Dampfer, aber trotzdem versuche ich euch im Detail halt zu erklären, wie gewisse Dinge funktionieren. Und ich finde, das ist ein wichtiger Bildungsauftrag, das ist sehr wichtig, das zu tun, weil ansonsten könnte ich alles einpacken, halt einfach sein lassen, mich mit dem Arsch vor dem Rechner setzen und euch irgendwelche Casino-Spiele anbieten. Verdiene ich definitiv mehr Geld dran, natürlich. Schaut euch große, erfolgreiche YouTuber an, ich möchte keine Namen nennen, aber die verdienen sich eine goldene Nase an euch, weil ihr so blöd seid und dann so ein Casino-Spiel kauft. Und da habe ich keinen Bock drauf, ich will hier nicht reich werden, ich möchte Spaß mit euch haben. Und das, dieser Spaß wird einen genommen. Und genauso ist das beim lieben Survival-Madin, der Bock hat, euch noch was von der Materie zu zeigen. So, ich schaue mir dieses Video an und da liegt ein Baumstamm und ich denke, was macht denn der da jetzt? Dann klöppelt der 8 Stunden, 10 Stunden an den Baumstämmen rum, wo ich sage, da hätte ich gar keinen Bock drauf, das zu tun. Und er macht es und er zeigt euch am Ende ein Ergebnis, wo euch ein Ei aus der Hose fällt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist, aber ich finde tatsächlich, das ist wichtig. Und das, was er macht, ist handwerkzeigend. Er sitzt da nicht und verblödet euch. Gut, ich habe aufgehört, ganz ehrlich, wo ich diesen doofen Y-Food-Spot gesehen habe, da denke ich mir so, no front. Survival Madin, wenn du dieses Video siehst, Madin, wir sehen uns, glaube ich, hoffentlich auf dem Frontrunner-Event, wo die ganzen Influencer sind, dann können wir persönlich uns da mal ans Lagerfeuer setzen, hoffentlich ohne deine Flasche. Du hast da so einen Satz gesagt, ich bin froh, dass ich den Sponsor habe, sonst wäre das alles irgendwie schwierig. Ey, komm, hör auf zu erzählen, wir verdienen alle viel Geld damit, das ist ja kein Geheimnis. Und ja, es geht nicht darum, dass man jetzt Geld braucht, um was zurückzubauen, so wie hier, dass ich jetzt Geld brauche für einen Umzug. Es geht darum, dass hier eine Existenz kaputt geht, dass man das, was man Jahre aufgebaut hat, ich habe es in dem Video davor gesagt, ich habe 12 Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet und habe dann gesagt, tschüss, ich möchte jetzt für euch da sein, weil ich einfach hier mehr Potenzial sehe. Und dieses ganze Potenzial, diese ganze Halle, so wie es hier steht, diese ganzen Projekte, die ich euch immer ankündige, aber die nie kommen, aus dem Grund, weil es halt einfach nicht so funktioniert, wie man sich das einfach und billig vorstellt. Könnt ihr mir noch folgen? Ich glaube, ich laber einfach zu viel, aber ich sage es heute einfach mal so, wie es ist. Genau, vor 3 Monaten war das Bauamt da, hat gesagt, das, was du hier tust, funktioniert so nicht. Die Fläche ist eine Lagerhalle. In der Lagerhalle darfst du lagern, der Aufenthalt ist nicht gestattet. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Ich habe böse Worte auch über das Bauamt verloren. Ich habe, glaube ich, auch gesagt, dass ich mir es nur schwer vorstellen kann, dass Leute wie Bauamt oder Finanzamt-Mitarbeiter einfach keine Freunde haben, die dann nach Feierabend nach Hause kommen und dann nur noch ein Buch lesen und dann nichts tun. Ja, war vielleicht ein bisschen fies gesagt, aber ihr kennt meine direkte Art, ihr wisst, wie ich drauf bin. Und ich war halt tierisch sauer, weil hier ist jemand, der noch was anpacken möchte, der was machen möchte. Und da erinnere ich mich immer an so eine Story von einem Unternehmer, der aus einer alten Scheune gerne eine Produktionshalle machen würde, aber es nicht machen kann, weil die entsprechende Baulage so kompliziert und so komplex ist, dieses ganze Genehmigungsverfahren, diese ganzen Änderungsdinger so komplex sind, dass das einfach scheiße ist. Und das ist so richtig, das nervt Unternehmer in diesem Land. So, ich bin auch ein junger Unternehmer, logisch, weil ich verdiene mit meinen Videos Geld, ist kein Geheimnis. Ich mache meine Projekte so im Hintergrund, ist kein Geheimnis. Und ich verdiene natürlich auch noch anders Geld. Aber da gibt es nochmal in Zukunft ein paar Videos zu, wenn wir hier nicht mehr weiterkommen. Aber wir haben Bock, was zu machen. Aber man wird von diesem Staat tatsächlich einfach gebremst. Und jetzt kommt das große Aber. Ihr hattet teilweise recht. Man muss sich im Voraus darüber informieren, wie die Rechtslage ist, beziehungsweise darf ich das tun, was ich hier gerade mache. Der Madin denkt da nicht drüber nach. Der hat ein großes Allgemeinwissen und will euch was zeigen. Ich sage, der ist ein Macher. Der ist ein Macher und denkt sich jetzt nicht im Detail, wen müsste ich denn da jetzt alles anschreiben und nachfragen, darf ich das überhaupt tun, sondern in dem Moment hat er diese Vision, er will sich da eine Base hinstellen, um euch zu zeigen, guck mal, das kann man alles machen, wenn man eben nicht am Rechner sitzt. So, und das hat er getan. Und jetzt gibt es da so ein bisschen Shitstorm gegen den, die dann von den Leuten, die dann sagen, oh, du bist so dumm, bist du selbst schuld, die den möglicherweise sogar angeschissen haben bei der Stadt, beziehungsweise bei dem Land, dass der da was Entsprechendes baut, was jetzt nicht ganz legal ist. Und das ist halt nicht cool, finde ich so. Das finde ich absolut nicht cool. Ja, man hat es nicht bedacht, dass man da eventuell mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Aber ich finde, diese Lösung, jetzt das Ding abzureißen, weiß ich nicht, da muss es einen Plan B geben. Genauso. Gut, ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ich wollte nur meine Stellungnahme einfach mal dazu sagen. Wie gesagt, ich kenne den Herrn nicht. Ich fand ihn immer sehr freaky, sehr weit überdreht. Aber dieses Video hat mich gepackt und gefesselt. Und da habe ich mir gedacht, yo, genauso. Das ist noch eine ehrliche Haut.
Der hat da seine Fassade abgesetzt, seine lustige Fassade, und hat euch gesagt, was Phase ist. Und genau so läuft das in diesem Land. Ich habe also die 3 Monate jetzt nichts gehört vom Bauamt. Die wollten jetzt nochmal vorbeikommen. Also die hatten so ein paar, in Anführungszeichen, Auflagen, ohne die schriftlich festzuhalten, festgelegt, dass man sagt, ey, wir wollen hier kein Büro sehen, wir wollen hier keine Produktionsstätte sehen. Kann natürlich theoretisch alles so bleiben, aber es darf nicht genutzt werden. So, für mich ist es jetzt also eine reine Lagerhalle, die mich verhältnismäßig viel Geld kostet. So, und wenn ich jetzt sage, ich kann es nur als Lager nutzen, brauche ich diese Hallen hier nicht, dann hole ich mir eine Maxi-Garage für 300 Euro im Monat, stopfe die Scheiße da rein und dann habe ich die Thematik erledigt. So, dann brauche ich das nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche hier Platz oder habe diesen Platz, um hier auch mal Leitbass zu tauschen, um mal die Feuerwehrserie zu beginnen. Da fragen auch viele, wann geht's da los? Ja. Merkt ihr was? Funktioniert nicht so ganz, weil immer genau dann, wenn man Gas geben will und mal jetzt Bock hat, also diesen Sommer wird auf jeden Fall was passieren, ob das hier auf diesem Gelände passiert oder woanders, wir ziehen das Ding durch bis zum bitteren Ende. Ihr seht, ich lasse mich nicht runterkriegen, aber es ist halt schwierig, etwas umzusetzen, weil halt ganz viele Steine in den Weg gelegt werden, beziehungsweise auch da stehen, die man erstmal überwinden muss. Ja, also, hat sich nichts getan, die haben gesagt, pass auf, das funktioniert so nicht. Das darf hier keine Werkstatt sein, ihr könnt hier lagern, aber ihr macht hier nicht mehr. Wir sind, glaube ich, zu dritt am krassesten betroffen. Einmal diese ominöse Disco vorne von den Polizisten und Feuerwehrleuten. Dann gab es den Jan, der hier nebenan auch mit einem ganz jungen Unternehmen ein paar Sachen eingelagert hat und sicherlich auch eine Ecke hatte zum Schrauben und ein kleines Minibüro da hatte. Das war, was weiß ich, verhältnismäßig von 200 Quadratmeter Halle, vielleicht 10 Quadratmeter Büro. Haben die auch gesagt, geht nicht, muss abgebaut werden. Und ja, jetzt bin ich hier noch auf dem Plan. Da hieß es auch jetzt nicht, geht nicht, muss abgebaut werden, aber es darf halt nicht genutzt werden. Selbst wenn es eine Filmkulisse ist, es funktioniert halt nicht. Der Kai, beziehungsweise der Polizist drüben, der hat die Initiative ergriffen, hat alles zurückgebaut, hat die komplette Bude leer gemacht und diese ganze Arbeit, die da reingeflossen ist, die ganze Leidenschaft, das ganze Geld, diese ganzen Stunden, alle futsch. Erster Teil dieser Familie, ich sehe das hier auf dem Gelände wie so eine Familie, ist dann zerbrochen und er ist jetzt erstmal weg. Er hat die alle noch weiter gemietet, aber als Lagerfläche. Der Jan nebenan, der mit dafür verantwortlich war, dass hier Strom liegt. Also wäre Jan und ich nicht da gewesen, würde hier kein einziger Zentimeter an Stromkabel funktionieren, beziehungsweise würde gar kein Stromkabel liegen. Hätten wir diese Initiative nachts oder er mit seinen Kollegen, mit seinem Team, mit seinen 1 Million Euro teuren Messwagen von der Firma nicht nach der Arbeit hier noch nach Kabel gesucht, würde hier gar kein Funken in dieser Halle ankommen. Das muss man immer bedenken. Wird aber nicht bedacht. Die denken immer alle, wir sitzen hier nur rum, drehen Däumchen und sind so ganz böse Menschen. So, er hat jetzt auch gesagt, pass auf, das ist mir zu heiß. Ich habe hier eine Firma, ich bin ein ganz junger Unternehmer. Ich kann mir das nicht erlauben. Dieses Hin und Her, was passiert denn jetzt hier? Ja, nein, Nutzungsänderung vielleicht, ja, nee, tschüss. So, der hat die alle aufgegeben. Der ist jetzt weg. Ich bin somit der Letzte, der hier sein Unwesen treibt. Gut, ihr habt gesehen, anhand der Videos jetzt in der letzten Zeit habe ich es sehr zurückgeschraubt. Ich habe Bock schon was zu machen, ja, aber ich hab keinen Bock, das hochzuladen, beziehungsweise auch keinen Bock jetzt mit dem Bauamt in einen Konflikt zu geraten, aber es ist meine Existenz und ich habe mich damals dafür entschieden, die Agentur zu verlassen, weil ich gesagt habe, ich möchte hier für euch geile Dinge machen. Ich möchte mich hier hinsetzen, ich möchte euch zeigen, wie gewisse Teile funktionieren, ich möchte mit euch lachen zusammen, wir möchten lustige Dinge tun, so wie wir es immer getan haben. Und das funktioniert jetzt in dem Umfang nicht, jetzt habe ich nur das Lager und kann dann, weiß ich nicht, hier mit meinem Hubwagen durch die Lagerregale fahren, die ich auch schon aufgebaut habe. Aber ich kann die Sachen dann da rausnehmen und nicht weiter verwenden, weil ich darf ja nichts machen. Das ist so ein bisschen das Problem. Genau, Ende vom Lied, zusammengefasst. Ich habe dann die Initiative ergriffen, weil dieses ganze Hin und Her, der eine sagt so, der andere sagt so, ist für mich immer so ein bisschen, wir schieben jetzt mal den schwarzen Peter von links nach rechts. Ich habe also Kontakt mit dem Bauamt der Stadt Gladbeck aufgenommen, beziehungsweise erstmal mit der Bürgermeisterin, weil ich habe in der Vergangenheit sehr viele coole Projekte mit dem Jugendamt zusammen gemacht, Jugendrat zusammen gemacht. Und ich habe da einfach geschrieben, hör mal, da muss doch irgendwie was möglich sein, kannst du dich mal drum kümmern, das wäre ganz toll. Und letztendlich bin ich dann bei den gleichen Leuten gelandet, die auch hier vor Ort mit dem Kopf schüttelnd rausgegangen sind. So, aber es war vor Ort ein ganz entspanntes Gespräch. Man hat den Bauamtshut einfach abgenommen. Es gab einen lecker Kaffee, einen Behördenkaffee und der war gar nicht so schlecht. Und wir haben uns da hingesetzt und einfach mal darüber philosophiert, beziehungsweise klare Worte gesprochen. Jetzt nicht hier wieder, ach, wir sehen das jetzt nach Baurecht so und so, sondern sagt einfach verdammt nochmal, wo jetzt exakt das Problem liegt. Und somit habe ich jetzt aus direkt erster Quelle das größte Problem. Dem Bauamt geht es nicht darum, dass jetzt hier eine mögliche Kfz-Werkstatt entstanden ist oder eine Disco, wo nackte Feuerwehrleute oder Polizisten durch die Gegend laufen.
wäre sicherlich möglich, aber der Aufenthalt in den Hallen ist nicht gestattet. Heißt, theoretisch, wenn man es genau nimmt, würde ich, wenn ich jetzt hier sitze, würde ich ja jetzt auch schon wieder was machen dafür, wäre auch nicht so 100% legal. Und eine Nutzungsänderung, dass man sagt, wir würden das jetzt gerne als Werkstatt nutzen oder als Büro oder was auch immer, für andere kreative Begegnungsstätten, für Jung und Alt, keine Ahnung, Essen auf Rädern, Fachzentrum, ich weiß es nicht. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Die sagen auch ganz klar, ey, wir haben Bock auf Kreativität. Aber um eine Nutzungsänderung zu beantragen, muss das Gelände umschlossen sein. Umschlossen? Ach man, ich bin zu schlecht für so Baurechtsdinger. Wir brauchen auf jeden Fall, ich fasse es zusammen, wir brauchen Frischwasser, wir brauchen Abwasser. Das sind beides so Dinge, die hier noch nicht funktionieren. Wir haben zwar Strom liegen, das funktioniert, wir haben die alten Kabel gefunden, aber die Infrastruktur vom Abwasser und Frischwasser ist damals, als das Gelände verlassen wurde, einfach gekappt worden. Das heißt, hier gibt's Gullis, die auch sicherlich das Ding, was ihr auf eine Toilette machen würdet, ins Jenseits befördern und da auch hinfördern, wo es mal hin sollte. Allerdings ist man sich da nicht sicher, ob es jetzt in einem Bach landet, der renaturisiert ist oder nicht. Also laut den entsprechenden Abteilungen heißt es, das Wasser, was hier gesammelt wird, landet in einem Bach. Und das funktioniert natürlich nicht. Das Bauamt sagt, wir würden uns darauf einlassen, eventuell eine Nutzungsänderung vorzunehmen, vorausgesetzt, die Gebäude sind mit Frischwasser angeschlossen und haben ein gültiges Abwassersystem. Jetzt ist die Frage natürlich für mich oder an die Leute, die gerade zuschauen, die vielleicht sich auch mit Baurecht beschäftigen, ist das wirklich so? War es vielleicht eine Taktik von denen, das so zu sagen? Weil in dem Gesprächsverlauf haben wir über viele Themen gesprochen, die ich auch ziemlich wichtig fand, aber man hat so ein bisschen auch den Eindruck gehabt, man will einen immer wieder die ganze Geschichte ausreden und sagen, er hat keine Chance, dann komm hier. Wir haben hier einen Wirtschaftsförderer, der hat da gute andere Connections, dann bauen sie woanders da was hin, dann ist das ganz gut. Aber Ende vom Lied ist, wie machen wir weiter, war dann die Frage im Raum und dann gab es dann Schulterzucken, weil man tatsächlich jetzt nicht so die Lösung hatte. Eine Kanalisation hier zu legen, wenn die wirklich kaputt ist und man die gar nicht mehr verwenden kann, die nicht mehr angeschlossen ist, da sind wir bei 800.000 Euro. Der Eigentümer des Geländes wird sicherlich die Kosten dafür tragen und der würde es auch theoretisch investieren. Allerdings ist das eine Zeit, die auch dann benötigt wird, die ich ja so nicht habe. Ich kann jetzt nicht sagen, ach ja, dann mache ich jetzt ein Jahr hier, weiß ich nicht, dann lege ich hier ein Jahr meine Klamotten hin und dann nach einem Jahr, ach gucken wir mal. Sondern ich brauche jetzt eine Lösung. Jetzt. Jetzt sofort eine Lösung. Sonst sage ich, ich packe meine Sachen und bin weg. Ganz einfach, weil ich bin jetzt schon 2 Jahre hier am Rumpimmeln und ich erzähle euch 2 Jahren, wir machen richtig coole Sachen, aber wir können es nicht. Weil immer wieder solche Sachen kommen und ich will es jetzt ein für alle Mal vom Tisch haben. Ich würde das Ding hier sogar kaufen. Wenn ich die Chance habe, würde ich diese Halle hier kaufen und würde mich selber darum kümmern, dass die Thematik erledigt ist. Aber ich brauche eine Lösung. Und die Lösung gibt es de facto nicht. Was es jetzt nochmal gab, ist ein Zeitungsartikel nach meinem ersten Video, wo, ich muss den aufmachen, Leute. Ich muss euch den, pass auf, das ist so ein Ding, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, also was mich so ein bisschen stutzig macht, ne? Illegal, Stadt Gladbeck untersagt Nutzung alter RAG-Hallen. Langer Text, Seite vom Vermieter gehört, Seite von der Stadt gehört. Und dann gab es was ganz Spannendes, beziehungsweise ich habe in meinem Video ja gesagt, dass hier die Weihnachtsmarkthütten von der Stadt Gladbeck eingelagert werden. Da dürfte das funktionieren und da darf man sich auch aufhalten, aber wir dürfen es nicht. Das war so der Vorwurf und dass hier die Feuerwehr auf dem Gelände übt. Ihre Grundausbildung und da ja auch keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Jetzt haltet euch fest, dem Vorwurf, an der Straße, an der X-Straße selber eine Halle zu nutzen, widerspricht die Stadt und zum genauen Personenkreis der Nutzer des Geländes liegen keine Erkenntnisse vor. Diese Aussage macht mich tatsächlich ein bisschen stutzig. Ich finde, nett ist immer so die kleine Schwester von Scheiße. Das ist so eine Aussage, die verstehe ich jetzt nicht. Die verstehe ich nicht. Dass man jetzt hier anfängt, wieder herumzulügen. Leute, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt 2 Bilder für euch. Das sind jetzt einmal die angeblich nicht der Stadt gehörenden Hütten vom Weihnachtsmarkt. Und jetzt, haltet euch fest, gibt es ein Bild von der Bürgermeisterin auf dem Weihnachtsmarkt vor genau dieser Hütte. Der zweite Punkt ist, die Feuerwehr hätte hier niemals geübt. Ist auch so kommuniziert worden in dem Zeitungsartikel. Und Leute, haltet euch fest, wenn ich das Video jetzt finde, einen kurzen Ausschnitt, vielleicht auf Snapchat eine Story. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich jede einzelne Story bei mir gespeichert habe. Das heißt, das könnte ich nicht einsehen. Aber auf Instagram, aber da ich ja jeden Tag gefühlt, weiß ich, 16 bis 20 Stories mache und dann komplett
zurückgehen muss, da habe ich jetzt auch tatsächlich keinen Bock und keine Zeit zu, weil ihr wollt das Video ja heute noch sehen. Aber wenn ihr mich drauf festnageln wollt, glaubt mir, vertraut mir, hier standen viele Autos, hier waren sogar Tische aufgebaut mit Essen und Trinken und hier hat man einfach die Grundausbildung vollstens ausgefüllt. Aber wenn die Stadt jetzt weiter so ein bisschen sich rausreden möchte, dann verstehe ich zwar nicht ganz, warum man das macht, warum man anfängt zu lügen, aber dann würde ich das gerne auch nochmal nachweisen. Aber wir spielen ja keinen Kinderkrieg hier. Und genau diese beiden Punkte sind für mich wieder ein schwarzer Peter von links nach rechts schieben. Die müssen sich natürlich rechtfertigen, wenn da so ein Marvin kommt, der dann mal 300.000 Aufrufe mit so einem Video generiert, da kriegt die Stadt ja schon so ein bisschen Druck. Aber warum bleibt ihr nicht bei der Wahrheit? Und das verstehe ich nicht. Das ist, was mich jetzt stutzig macht und überlegt, ist das jetzt eine Taktik, nur zu sagen, nein, hier geht gar nichts, suchen Sie sich was anderes, damit Sie da draußen das Gelände bekommen. Warum macht man sonst sowas? Warum lügt man? Und das müsst ihr doch verstehen, da als Stadt, wenn ihr das Video jetzt gerade seht, dann müsst ihr doch verstehen, dass das irgendwie Quatsch ist, oder? So eine Aussage zu treffen wie, wir haben da nie Weihnachtsmarkthütten eingeräumt, wir haben da nichts gelagert, wir haben da auch niemals irgendwelche Feuerwehrpartys gefeiert. Hey, was ist los mit euch? Also damit schneidet ihr euch dann das eigene Fleisch und seid auch euren Einwohnern hier in der Stadt jetzt total unglaubwürdig. Warum bleibt ihr nicht bei der Wahrheit? Und ihr versucht, glaube ich, jetzt gerade den schwarzen Peter woanders hinzuschieben, damit das Hauptaugenmerk gar nicht auf euch als Stadt liegt. Und das ist falsch. Und das, wie gesagt, macht mich so ein bisschen stutzig, dass ich jetzt nicht hier einfach sitze und sage, alles klar, ich packe meine Sachen und gehe. Sondern dass ich immer noch sehe, dass hier vielleicht mit falschen Karten gespielt wird. Die Stadt hat natürlich sehr großes Interesse an dem Areal. Wir sind hier auf 3,3 Hektar, was für die Stadt schon sehr viel ist und man hier auch sicherlich sehr coole Sachen machen können. Und in dem Zeitungsartikel so rausgelesen, klang es halt auch danach, hätten wir die Chance gehabt, dieses Gebäude zu erwerben, wäre das schon längst so und so. Es ist schwierig, aber ich sag's nochmal, ich kann diesen Baurechtaspekt verstehen. Das ist ja für die jetzt auch der einzige Argumentationsweg zu sagen, damit machen wir den Strich durch die Rechnung. Aber ich persönlich habe da keinen Bock drauf, mich jetzt politisch irgendwie zu engagieren oder da diese mega Diskussionsrunde rauszumachen, sondern ich will meine Ruhe, ich möchte Videos für euch produzieren, hier vor Ort. Ich möchte coole Dinge tun, wo ihr Spaß dran habt, wo ihr noch vielleicht ein bisschen was mitnimmt und lernt. Und wenn jetzt da jemand da keinen Bock drauf hat, dass ich das hier tue, so ganz ehrlich, verkaufe ich meinen kompletten Fuhrpark, hab genug Geld zusammen, kaufe mir eine Penthouse-Wohnung und setze mich oben mit meinem Arsch vor den Rechner, sauf den ganzen Tag Cola und verkaufe euch da draußen Casino-Spielchen. So, wenn ihr da Bock drauf habt, ja, das könnt ihr machen, da könnt ihr bei anderen YouTubern gucken, da könnt ihr euch auch diesen wahnsinnigen, komischen Unternehmer da angucken, der euch da tanzen lässt vor der Kamera. Ihr wisst ganz genau, wen ich meine, aber da habe ich keinen Bock drauf. So, ich bin Macher, ich will was bewegen und ich finde es einfach kacke, dass in diesem Land halt ein so unfassbar viele Hürden in den Weg gestellt werden, dass man auf jeden Fall keinen Bock mehr hat. Das fängt schon, wenn wir jetzt wieder weiter ausholen, bei einem Unternehmer an, der sein Unternehmen gründet, der gefühlt einfach mehr an das Finanzamt zahlt, als er eigentlich verdient. Und das ist was, weil ich nicht verstehe, wo ich auch keinen Bock mehr drauf habe. Sondern wundern sich die Leute, dass man hier dann irgendwann sagt, jetzt nehme ich das Bürgergeld und arbeite einfach nicht mehr, weil es einfach scheiße ist. Weil hier einfach alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Es tut mir leid für den Martin, wie gesagt, dass der da was aufgestellt hat, womit er euch eine Freude machen möchte, seinen Lebenstraum erfüllt hat, seine Base aufgestellt hat für euch als Community, für Martin, als Werk, der das jetzt abreißen kann. Ja, meinetwegen ist das selbst verschuldet, aber versteht mal den Hintergrund, warum wir das hier überhaupt alles machen, warum wir hier sitzen und euch jetzt dieses Video zum Beispiel machen und warum wir hier täglich lustig, lockerflockig Videos produzieren. Und selbst wenn die Klicks nicht gut sind, machen wir einfach weiter, weil wir genau wissen, für jeden einzelnen von euch da draußen tun wir das hier. Und wenn das jetzt hier nicht funktioniert, ist das halt alles weg und ich setze mich halt wirklich mit meinem Arsch in eine Wohnung und lasse euch weiter da draußen verdummen. Das wäre ziemlich schade. So, das ist jetzt so das Final Statement. Wie wird es jetzt weitergehen? Das ist jetzt eine Frage. Ich habe eine persönlich innerliche Deadline. Meine persönliche innerliche Deadline, die ich gesetzt habe, ist bis Ende des Jahres eine amtliche, ordentliche Lösung zu haben. Ob das jetzt hier an diesem Standort ist, ob es woanders ist oder nicht, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht beurteilen. Das ist aber auch so eine Thematik, die mich psychisch ein bisschen belastet, weil das ist meine Existenz. Und wenn ich es nicht ausleben kann und wenig mehr lustige Sachen machen kann, brauche ich das nicht. Möglicherweise denke ich schon darüber nach, ein entsprechendes Gelände zu kaufen, wo ich dann eigener Herr bin, wo ich selber direkt im Dialog mit den entsprechenden Leuten stehe, wo nicht alles über acht Ecken läuft,
Oder ich gebe Ding halt komplett auf und mache halt komplett anderen Content oder gebe dieser ganze Content-Produktion komplett auf. Das ist sehr schwierig für mich gerade darüber zu philosophieren. Also ich habe Bock, was zu machen, aber ich glaube, die Zukunft hier, wenn jeder hier weiter so Spielchen spielt und Leute einem nur die Hälfte erzählen oder das wieder anders gedreht wird, oder da habe ich keinen Bock drauf. So, ich bin ein Mensch von klaren Worten, und wenn keine klaren Worte fließen und man nicht konkretisierter hier auf mich als Mieter zugeht, dann habe ich da echt kein, also ich habe die Zeit nicht. Ich habe keinen Bock darauf. So, und dann gibt es halt was anderes. Das wird sehr schwer, das auch alles wieder unter einen Hut zu kriegen, vielleicht eine neue Halle zu bauen, ein Gelände zu kaufen oder alles aufzugeben, das weiß ich noch nicht. Aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr in Zukunft gerne sehen wollt. Und ich glaube, dass ich mit dieser Aussage, dass wir was anpacken wollen und was verändern wollen, da schon ziemlich richtig liege. Und ich hätte sehr gerne auch hier für die Stadt mal so einen Stadt-Talk gemacht oder so. Aber ich verstehe es halt nicht. Also ich verstehe die Vorgehensweise nicht. Das ist für mich noch ein bisschen zu suspekt. Mann, ey, das regt mich richtig auf. Da kotzt mich richtig an, weil ich einfach Bock habe, hier was zu machen. So, es gibt auch einen Sponsor, der hier noch richtig investieren würde. So in Sachen LED-Umbau, Leuchtstoffröhren, eine Photovoltaik-Anlage, die das Ding hier autark versorgt. Aber die Leute wollen auch was sehen. So, die sagen ja nicht, wir vergünstigen dir eine Solaranlage und da machst du kein Video dazu und die ist einfach da drauf und die darfst du gar nicht zeigen, weil es auch wieder illegal ist oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich will einfach was machen, wo ich auch hinterher weiß, das ist jetzt meins oder das hat funktioniert, ohne dann am nächsten Tag Angst haben zu müssen, dass da der gelbe Brief von Hogwarts reinfliegt und die euch den Arsch aufreißen und rasieren. Ja, dann genau. Okay. Das war's jetzt. Jetzt kann ich wieder lachen, jetzt kann ich wieder grinsen und ich mache einfach so weiter wie vorher. Für euch zumindest in den Videos. Ich habe glücklicherweise noch ein paar Videos in der Halle vorproduziert, dass man die also noch jetzt bringen kann und es nichts Aktuelles mehr ist, aber es ist halt schon ein bisschen mehr eingeschränkt. Es kommen noch ein paar andere coole Projekte, da braucht ihr auch keine Angst haben, dass ich jetzt wirklich sage, auf Wiedersehen, tschüss, das war's. Aber ihr müsst halt bedenken, und deswegen brauche ich euren Support da draußen als Community, und ich weiß, ihr seid da. Wenn ich dann mal Videos hochlade, dann lasst mal ein Like da und schreibt einen Kommentar, um das Ranking mal so ein bisschen zu steigern. Zeigt, dass ihr dahinter steckt, zeigt, dass ihr dahinter steht, was ich hier gerade so tue. Weil das ist immer so eine Bestätigung zu wissen, yo, das gibt den Push, wir machen weiter, wir ziehen das Ding durch. Ja, genau. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Auf der anderen Seite könnt ihr Videos schauen, was euch vorgeschlagen wird. Das war jetzt so das ehrliche Statement am Freitag. Ich hätte Bock auf ein Lost Place gehabt. Ich habe ein paar coole neue Dinger gedreht, aber ich fand, das war jetzt erstmal wichtiger, dass ihr jetzt nochmal dieses Update bekommt und wisst, okay, der steckt zumindest nicht ganz so tief drin wie Survival Martin. Also wird jetzt nicht die Bauamtsrakete hier reinfliegen und die Halle zerstören. Aber es ist halt auch was so aktuell keine Perspektive hat. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder mit einer ganz coolen neuen Thematik. Vielleicht, wenn ich es schon schaffe, es zu schneiden, ist es sehr aufwendig, weil ich würde jetzt nicht mehr gerne so Standard-Content machen, sondern eher ein bisschen ausführlicher und ein paar geilere Sachen, weil ja Lost Place und Blaulicht immer das Gleiche. Da dreht sich immer wieder im Kreis und wir müssen diesen Kreis einfach mal durchbrechen und coole neue Dinge tun. Also haltet die Ohren steif. Wir sehen uns in Kürze. Euer Commander David.